Grüß Gott, liebe trader -Gemeinde. Heute geht es hier um einen Wert, den habe ich schon ganz, ganz lang nicht mehr besprochen, LVMH. Oder wie die Franzosen sagen, LVMH. Mein Name ist Christian Schlegel, es ist Freitag, der 12. Juli und wir haben 11.43 Uhr. Es ist vor euch der Chart von LVMH seit 2016. Da kamen die also von ganz grob 130 und handeln jetzt bei 383. Das ist eine der stabilsten Aktien gewesen in Europa in den letzten Jahren. Und bevor ich in den Chart gehe, mal ein paar Sachen fundamental dazu. Herr Arnaud ist Nummer 4, glaube ich, der Forbes-Liste mit 107 Milliarden. Und ähm, mir geht es jetzt hier in erster Linie um diese Liste hier. Der Wert hat eine Marktkapitalisierung von 193 Milliarden und steckt damit mal locker den größten deutschen Wert, die SAP, aber mal richtig in den Sack. Ich glaube, der letzte Wert, den ich bei SAP gelesen habe, war so um die 130, 140 Milliarden. Also deutlich größer. Es befinden sich nur 52,4 Prozent im Streubesitz. Das heißt, der gute Herr Arnaud hat noch einige Aktien im Petto. Aber ich glaube auch nicht, dass er sich davon trennt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die sind nach wie vor sehr agil, die kaufen hier und da irgendwas dazu, sind hervorragend aufgestellt. Am 24.07. gibt es die ähm, Quartalszwei-Zahlen, die Zahlen zum zweiten Quartal. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, warum die schlecht werden sollten. Natürlich, die Weltwirtschaft, die verlangsamt sich ein bisschen, aber die Schere zwischen Arm und Reich geht ja auch weiter auseinander. Und wie gesagt, die sind hervorragend aufgestellt, sei das jetzt mit Alkohol, sei das mit Mode, mit Schmuck. Die sind überall dabei. Und wenn es mal in Europa nicht läuft, dann läuft es dafür besser in Amerika oder andersrum. Von daher, die sehen sehr gut aus. Also dieses Datum bitte unbedingt mal im Hinterkopf behalten, hier 24.07. Das ist nämlich in zwei Wochen. Jetzt fällt mir folgendes auf. Wir haben hier also einen ganz klaren Trendkanal, Jahre alt, immer nur nach oben. Und dann haben wir jetzt eine Beschleunigung erfahren. Diese Beschleunigung macht mir ein bisschen Sorgen. Das hier ist Beginn Januar diesen Jahres. Da waren die bei 244 und da haben sie 60 in dieser Zeit zugelegt auf 383. Das ist äh, das ist mein Wort. Ja, da waren wenige Aktien dabei, außer also vielleicht Beyond Meat, die sogar noch mehr gemacht haben. Aber für einen Wert von dieser Größe ist das eine ganz erstaunliche Bewegung. Ich weiß nicht mehr, was an diesem Tag war. Wird mich der eine oder andere bestimmt fragen, was ist denn das hier für eine Kerze? Abgesehen davon, dass es ein Hammer ist. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann ich nicht sagen. Ich habe diesen Trendkanal einfach an den Tiefpunkten angelegt, habe mich allerdings nicht auf den hier konzentriert, sondern vielmehr hier oben. Was mir auffällt... Und bei dem Wert ist, dass er nicht nur diese 60% gestiegen ist, sondern dass er so langsam ein bisschen erschlafft. Wir hatten hier eine ganz lange Zone vom Februar bis in den Mai rein, Beginn Mai, in der er heftigst überkauft war, aber es ist einfach nur gestiegen. Diesen Überkaufbereich, den haben wir jetzt immer noch, aber es passiert jetzt hier also auch eins, dass über die traditionelle Sichtweise des MACDs der Wert sich hier verlangsamt. Das heißt, diese Akzelerierung, die wir hier haben, die sollte jetzt mal ein bisschen ausgebremst werden. Hinzu kommt gleichzeitig ein noch nicht bestätigtes Verkaufssignal über den Oszillator. Sie wissen, ich warte da gerne bis 80. Insgesamt lässt mich dieses Chartbild eigentlich glauben, dass der Wert kurz vor einer Pause steht. Also keine Verkaufssignale im Sinne von, wir gehen hier runter und schöpfen den Trendkanal wieder aus. Das meine ich damit nicht. Ich meine einfach nur, der hat jedes Recht, mal auszuatmen. Der hat hier einen ordentlichen Zug genommen und deswegen kann er jetzt auch mal ein bisschen abhusten. Für dieses Abhusten habe ich momentan noch kein aktuelles Verkaufssignal, aber das Ding kommt unbedingt bei mir auf die Watchlist. Vor dem Hintergrund dieses Verkaufssignals über die moderne Sichtweise wäre auch schon ein bisschen negativer. Und sobald das Ding hier unter 80 ist, ist es meiner Meinung nach soweit. Ich mache das an diesem Punkt hier fest. Da sind wir hier auf den Tiefskursen, die wir hatten in den letzten Tagen, 377. Wenn wir da drunter gehen, rechne ich damit, dass wir relativ schnell Kontakt mit der 20-Tage-Linie aufnehmen, die ja auch weiterhin steigt. Aber dann rechne ich eigentlich schon damit, dass wir in diesem Bereich 350 etwas unter diesem Trendkanal, etwas unter, äh, unterhalb des unteren Bollinger Bandes, dass wir da liegen werden, um die 350. Und das wäre nur normal und auch gut für den Wert. Der ist einfach jetzt ein bisschen. Heiß gelaufen. Ich nehme auf meine Watchlist keinen Call, mache ich nicht mehr auf dem Niveau, kann ich nicht mehr machen, sondern diesen Put hier. Das ist ein 428er, da liegen wir also etwas hinter diesem Trendkanal. 428er, der hat momentan einen relativ gemütlichen Hebel von 8,61. Das ist von Goldman Sachs die GA7DJ6. Wie gesagt, das ist noch nicht so weit und ich glaube, man macht nichts verkehrt, wenn man die 377 mal abwartet. Aber ich rechne nicht damit, dass dieser Wert jetzt hier nochmal deutlich nach oben wegzieht. Ich rechne eher mit einer Pause. Happy Trading und fette Beute. Bye bye.